Halb YouTube Deutschland im Minecraft-Fieber. Eligella. Komm auf, Minecraft. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Heute gibt es Minecraft. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Herzlich willkommen. Jetzt seht ihr hier hochqualitatives Minecraft-Gameplay. Minecraft-Spiel. Lest mal, was er geschrieben hat. Wann spielst du Minecraft? Islam, du weißt, ne? Wir gehen jetzt in eine richtig heftige Höhle. Nimm die Fackel in deine linken Hand, damit du Licht hast. Denkst du, ich bin Noob? Nein. Hier ist Metall. Das ist doch Eisen. Redstone. Was ist denn Redstone? Warum kannst du Englisch? Redstone aus Minecraft. Wie können so eine quadratischen, hässlichen Sachen so schön aussehen? Weil viele Pixel ein großes Bild ergeben. Okay. Ja, das stimmt. Also wirklich, dieses Bild. Boah, ja, heftig. 10 von 10 sieht sehr gut aus. Ja, ist cool geworden. Frag mal die anderen. Lass auf unauffällig hingehen und mal gucken, ob den auffällt. Ja, ja. 20. Was geht? Wild! Wilder Skin auf jeden Fall. Hey, warte, hast du einen Unterhose an? Ja. Eine Boxershort, eine Kip und ein Montana Black Outfit. Der hat doch mal Level! Nein. Hey, Jungs, hallo. Guck mal, wie es hier drin aussieht. Wo kommst du jetzt genau her, Digga? Guck mal, der hat sogar hier noch einen Ausgang. Guck mal. Ey, du war geheim, Mann! Wir machen noch so eine Art Flucht hier, von der niemand was weiß. Das ist Pfeifert. Das war meine Geheimtür, ihr Wichser! Ja, die ist hier geheim. Ey. Und dabei hat sich der Rentner so viel Mühe für die Geheimtür gegeben. Das machen wir weg. Wow! Oh mein Gott, das ist doch einfach die Spitzhacke. Digga, was machst du da einfach? Ach, der Kaka ist der verloren, ich kann das nicht mit ansehen. Gut aus. Junge, jetzt benutzt du die Scheißaxt und immer noch nicht die Spitzhacke. Das fragst du ab, wenn der so dumm ist. Wenn du zu dumm bist, okay, Reezy, Digga, scheiß drauf. Für dich gibt's jetzt erstmal Bann. Da hab ich live zugeschaut. Da hat er irgendeinen Mod gebannt. Egal wer du bist, Digga. Egal ob VIP-Mod. Wer bist du, dass du das Recht hast, mich hier als dumm zu bezitteln? Dann bist du einfach weg vom Fenster. Digga, ich spiele das jetzt hier zum ersten Mal. Du wirst mir sagen, ich bin scheiße. Ich will sehen, dass du im Game zum ersten Mal spielst und besser bist. Ich spiele das Spiel das allererste Mal. Ich habe das noch nie gespielt. Wer bist du als Mod, mich hier als dumm zu beleidigen? Die ganzen kleinen Hufensöhne schreiben das dann auch. Mach mal Gespräche. Whitelist. Die beste Whitelist-Bewerbung für Abos GTA RP Server. Hallo, guten Tag. Wollen Sie gewitelistet werden? Ja, bitte. Wie heißt du denn? Ahmad. Wie alt bist du, Ahmad? 19. Ahmad, wie alt bist du? 19. Sag die Wahrheit. 19. Sag Wallah. Okay, 17. Ahmad, ehrlich, weil du gehört, ich habe vorhin gesagt, wir nehmen nur noch ab 17. Bitte, guck mal, nimm Hand aufs Herz, wenn du ehrlich bist, zahlt sich das aus. Wie alt bist du? 16. Gut, nehmen wir nicht. Tschüss. Ich war auch einen kleinen Bauch bekommen. Tattoos so groß sind eigentlich echt smart. Ohne Tattoos würde das, glaube ich, viel beschissener aussehen. Du kannst die Proportionen so gar nicht wahrnehmen. Voll der gute Tipp eigentlich. Scheiß auf abnehmen. Ich nehme jetzt 60 Kilo zu und tätowiere mir den Bauch zu. Ich finde, Trimax hat sich in so eine coole Richtung entwickelt, Digga. Ich weiß nicht warum. Leute, ich zeige euch mal was. Guckt euch das mal an. Ich habe das fetteste Bild von mir gesucht. Ich habe diesen Artikel gesehen. Es gibt von mir im Internet 100.000 Bilder. Und T-Online hat sich entschieden, dieses Bild von mir zu nehmen. Was ist das denn? Das sieht gefotoshoppt aus. Peter Griffin. Voller Defimex hier. Naja, jetzt gehe ich auf jeden Fall runter auf 99 Kilo. Und es gäbe sogar schon einen Plan, wie er das machen kann. 7 Streamer, 7 Tage lang kein Essen. Und dann mit Challenges, wer länger durchhält. Muss sagen, hätte ich ziemlich Bock. No. Das ist mein Lieblingsbild von sich. Das ist das Originale und das ist das Bearbeitete. Er ist ein bisschen dicker und der Bauch ist ein bisschen größer. Sieht so aus wie ein Dartspieler. Hast auch du selbst vielleicht etwas mehr auf den Hüften? Und willst jetzt im Jahr 2023 endlich durchstarten und gesünder werden? Glaubt an meine Worte. Nächstes Jahr ich so. Neue Ziele. Dann kannst du jetzt einen ersten Schritt Richtung gesünderen Lifestyle machen mit Air Up. Air Up hier? Gibt's da Werbung drin? Gibt's direkt eine Ansage, Alter. Nein, eventuell arbeite ich sogar mit Air Up in Zukunft auch. Da sind wir gerade am Quatschen. Und zwar ist das Air Up. Ein Transfer über 105 Millionen Euro. Und jetzt neu bei Air Up im Sortiment, die Steel Bottle. Geld! Steel, du brennst. Ja, das weiß ich. Mit dieser Edelstahlflasche bleibt euer Wasser bis zu 14 Stunden lang kalt. Eiskalt.
Mit stolzen 546,5 Gramm bringt die 6,5 Gramm mehr auf die Waage als der legendäre 540 Gramm Zippo-Di. Also, wenn du jetzt mehr Wasser trinken und trotzdem nicht auf guten Geschmack verzichten willst, klick auf den Link in der Videobeschreibung und check Air Up aus. Sascha ist live TikTok. Die neue TikTok-Live-Elite. Ich habe auch gedacht, das ist nichts, aber wir gehen rein. Er ist wirklich live. Ich finde die Idee eigentlich von Sascha ziemlich geil, dass wir uns wirklich im Hallenbad treffen und diese Jumpers-Challenge machen. Ach du Scheiße. Ich weiß noch die Zeit, wo Sascha zu mir gesagt hat, er wird sich niemals TikTok runterladen, weil er findet, das ist so eine Schmutzplattform. Didn't age well. Das ist einfach Doppelmoral. Der Löwe hat einen Sound hier auf der Plattform und das goldene Universum. Der hat auch einen Sound. Okay. Nein, das machst du jetzt nicht! Was ist denn? Ich hab das goldene Universum bekommen. Oh Gott, ich muss mich setzen. Isa hat den Minecraft-Grind ein bisschen zu weit getrieben. Okay. Hier kannst du eine Tür hinmachen. Ja, ey, Mann, onstream schlafen. Sehr unangenehm. Der beschützt hier die. Was? Also du bist so crafty. Du hast so einen Schaden. Wer hat dir denn die Minecraft-Welt geschissen? Was ist das? Das sind meine Arbeiter. Du hast Leichen im Keller. Ja, also die ist nicht mehr normal. Aber eigentlich sollte sich Monte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was geisteskranke Bauten auf dem Server angeht. Okay, dann komm mal hier hin. Hier steht ein Schild drüber, wie das Schaf heißt. Yappi! So, und jetzt komm mal hier, was da steht. Hier 10 für das offizielle Yappi-Erlebnis. Das ist neben deinem Schlafzimmer. Wie krank ist das? Oder auch mal die Kreativität. Abi, komm runter! Das ist krank, Digga. Oh, jetzt ist er steckt drin. Guck mal, du hast ihn stecken lassen. Digga, nimm ihn mal raus. Das tut doch weh. Bruder, wie willst du das Tier denn noch halal schlachten? Das ist meine Kuhfarm. Extra für die Massentierhaltung gezüchtet. Masha Allah, sehr viele Kinder heute gemacht. Komm, der Habibat jetzt. Ihr kriegt alle was. Ali Ahmad. Boah, ey Jungs, was geht? Hier wieder zurück. Hallo, what the? Wo kommt denn die Kuh her, Digga? Isa, komm mal ganz schnell zum Haus. Ja? Der hört hier Musikclub aus dem Fenster. Er steht hier so im Regen am Fenster und guckt so raus, hört die Musik. Da hat sie angehört wie Freispiele. Einer ist hier so ein bisschen weird. Wow, hat er viel reingeschrieben. Max Hände sind so geil. Du hast so geile Hände. Diese gigantischen Hände des Ogers, Max, so big. Und jetzt war ich eine Sekunde live und der Typ schreibt, ich habe Liebeskummer nach Max Händen. Also der hat gewartet. So eine Scheiße. Mach ich ihn da? Handschuhe anziehen.